diesen Anblick. Herzlich willkommen zurück in Vegas. Wir haben die nächste Datenstation gefunden, die wir Ende letzter Folge gesucht hatten. Ja. Und wollen nun in die nächste Mission einsteigen. Dorfklatsch. Los geht's. Mucke. Derbe Mucke. Ja, 120 Wert drüber. Ich glaube, das sollten wir rocken. Alex, die hiesigen 510s treffen jede Minute ein. Wir brauchen sie, damit der Plan funktioniert. Denk dran, du bist jetzt ein V4. Yo, guten 510-Häuptling hier zu haben. Willst du fahren? Immer. Auf geht's. Dann fahren wir mal eine Runde. Zeig ihnen, was ein V4 drauf hat, Alex. Ich bin mit den Strecken ja noch nicht so. Es ist unglaublich viel Verkehr auch wieder in der Gegend. So, überholen wir mal erstmal schnell wieder alle. Inklusive Platz 1. Leistungstechnisch haben die alle nicht so wirklich was. Verdammt, du stellst dich echt gut an. In der Motorhaube. Der Sonnenuntergang blendet ganz schön auf dem Gesicht. Naja, in meinem Auge. Ach. Bisschen anstrengend. Ganz schön am Hintern, der eine Typ. Fast da, Rennfahrer. So, haben wir ihn umgedreht. Tada! Bisschen dirty die Karre, aber siegreich. Erfüllt. Level up. Ja. Ich weiß nicht, ob es hilfreich ist. Ich glaube, wir haben sonst nur goldene Sachen hier in der Karre. Rückkehr zur freien Fahrt. Hey. Das Ziel, wie vor. Das Tattoo lügt nicht. Ich suche nach einer 510 aus der Gegend. Daria. Kennst du sie? Nein. Aber ich höre mich um. Dankeschön.
So, was haben wir als nächstes auf der Speisekarte? Richtig tief in den Bergen. Gut. Eine kleine Strecke vor uns. Aber dafür das richtige Auto. Für lange Strecken. Das Schnellste. Meter rausgerutscht, alles im Arsch. Na, war schon zu schön, dass wir Silber bekommen haben. Und weiter. Elf Kilometer Roadtrip. Wunderschöner Sternenhimmel hier. So, Präzisionsfahren. Präzisionsmäßig in andere Autos reinfahren, gar kein Thema. Wieder Silber. Das ist alles nicht besser. Grand Canyon. Nochmal ohne gegen Berg fahren.
Ja. Ja, komm, mach rein das Ding. Alex, wir haben unseren ersten Auftrag. Das Paket von einem 510 Granden ist in Gewahrsam, seit die Cops in dieser Gegend ernst machen. Komm zu diesem Ort hier. Alles klar, Kleine. So. Das Geräusch soll aufhören. Autsch. Ja, das ist nicht für mein Auto gedacht, hier die Strecke. Wir wechseln ja auch jetzt. Einzel.